Ich darf jetzt einen Dienstrudi vom Donaugraf mit unserem Partner aufverbinden. Mit einem Grußwort. Dann kann der Jürgen von der Vereinigung Jüngster Donau. Und dann hören wir wieder, wenn es soweit ist. Für die jahrelange Freundschaft, die uns miteinander verbindet. Du und dein gesamter Gauausschuss habt immer versucht, die Freundschaft aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Und wenn ich da denke, weil ich in der Stunde, dass wir zwei zueinander verbracht haben, in der ersten Art, wo man was du mit drei Spitzen miteinander geguckt bist, oder sonstiges, was wir so Schönes jetzt in der ersten Art erlebt haben, möchte ich dir ein herzliches Vergeltgut sagen, für deine Freundschaft und deine Kameradschaft unter uns zwei. Hans, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, gratuliere dir auch jetzt zu deiner Ernennung zum Ehrengrafverstand und ich hoffe, dass wir uns auch in der weiteren Zukunft recht oft und recht lang sehen. Hans, ein herzliches Vergeltgut. Jetzt habe ich schon begrüßt worden, deswegen mache ich es ganz kurz. Hans, ich bin zwar nicht so lange auferstanden, aber wir kennen uns ja. Und weil wir das heute auch die Franken eingeladen sind, ja. Links der Donau ist der Sitz in Nürnberg. Ich bin eigentlich der erste Auferstand, der nicht links der Donau, sondern rechts der Donau wohnt. Ja, wir sind da bloß 3 Kilometer, aber es ist egal. Wir kennen uns. Ich sage euch vielen Dank für die ganze Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass wir weiter so toll bleiben. Ich habe da was mitgebracht und zwar original Riesensachen. Du hast schon sehr viel oberbayerisches Geschenke, kommt direkt aus dem Ries. Vielen Dank, bleib mal gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir noch ein Grußwort von unserem Paten, Oberländer Vereidigung, seid geaffen, bitte. Sehr geehrter Grauvorstand, liebe Landtagspräsidentin, liebe Vertreter vom Bayerischen Trachtenverband, liebe Trachtlerinnen und Trachtler, lieber Schwager Hans,
Zuerst möchte ich mich nochmal bedanken für die Einladung. Hat mich neidisch gefreut. Lieber Hans, wir zwei haben uns kennengelernt auf die Gaufelblattler-Tagungen. Ich hab die neidisch geschätzt als einen aufrichtigen, schneidigen Trachtler, der wohl über seine Meinung vertritt. Dann 2001 ist die Oberländer Trachtenvereinigung ausgewählt worden bei der Fahnerweich vom Oberländer Gauverband. Da war ich in Wirsbach, die Gau-Fahnerweich. Da haben wir Party stehen dürfen, hat uns närrisch stolz gemacht. Vom Oberländer Gau geht ja doch die Trachtenbewegung aus. Und wir zwei, glaube ich, haben die Verbindung immer stets hochgehalten. Wir sind richtige Kameraden geworden. Irgendwie sind wir ein bisschen so Almerer auch. Und das hat uns närrisch verbunden. Und ich darf da den Ehrenteller der Oberländer Trachtenvereinigung überreichen. Ich darf dann vorlesen. Gau Ehrenvorstand Hans Schwager, Irschenberg, 2022, Oberländer Trachtenvereinigung. Hans, ich darf da nur recht herzlich gratulieren im Namen von Gau zum Gau Ehrenvorstand. Das hast du wirklich verdient. Ganz gut fürs Auflösen. Vergesst kurz sagen fürs Kommen und dass du Hans die Ehre gegeben hast. Jetzt, wenn der Hans den Dörner gut aufgeräumt hat, weiß ich nicht, Hans, möchtest du kurz sagen? Jetzt weiß es soweit. Ja, meine lieben Trachtenbrüder und Trachtenbrüder, liebe Ilse, ja, mal wie schon Ilse zu ihr gesagt, kommen Sie da die Klassen nochmal über ersprechen. Lieber Sepp, alle miteinander, wisst ihr was, der fängt fast die Worte. Ich war so überrascht heute. Es ist so was Schönes, wie man gern wird. Ich muss sagen, wie ich angefangen habe, die anderen, wir haben erst mit 16 Jahren das Blatteln anfangen dürfen. Da hockt da mein Kumpel noch da, der Fischerdickel. Da haben wir mit 16 Jahren das erste Mal in Heimatabend und dann sind wir hingegangen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich muss Dankeschön sagen bei den anderen Trachtenverein, weil das war ja ein Vollzeitverein, da habe ich dabei sein dürfen. Und durch das habe ich eine entscheidende Futzen gehabt, wenn es irgendwo um Tracht gegangen ist oder irgendwas, weil ich habe gewusst, wie man es macht und wie man es hält, die Sache. Ich möchte natürlich Dankeschön sagen bei meiner Rosi. Ich war oft nicht daheim. Aber wisst ihr was, ich habe es erklärt, ich war da unterwegs, ich war jetzt 30 Jahre lang auf Trainer und Vorblattler und alles untereinander innen, habe alles gemacht. Ich habe zwei gesunde Buben und ich glaube, dass ich als Vater, den ich das vorgelebt habe, wenn ich schaue, der Ältere, der Hans, der Skiclub-Vorstand, der ist bei den Schützen, vor allem dabei, bei den Pionieren. Der zweite, der Michael, der spielt Musi, der ist für den Rainer-Vorstand. Also haben sie vom Vater da auch ein bisschen was gekriegt. Und das macht mich eigentlich stolz. Und einer ist noch beim Trachtenverein, weil Gasser hat ja keinen Trachtenverein nicht. Der ist noch bei den Kirchsteiner dabei. Und da muss ich schon sagen, da hat sich das Volk auch gelohnt. Und die leben das Wacken genauso lange miteinander wie der Vater. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht machen können, wenn es nicht ihr alle hinter mir gestanden wärt. Die ganzen Vorstände, ihr wisst, wie ich angefangen habe, wie ich euch das Ultimatum gestellt habe, treten wir beim Bayerischen Trachtenverband aus oder nicht. Wenn wir austreten, mache ich keinen Gauverstand. Wenn wir dabei bleiben, bleibe ich mache ich Gauverstand. So war es. Da wart ihr einstimmig hinter mir und das hat mich dann gestärkt.
Und ich glaube, ich habe eben nicht viel gesagt, aber in dem Moment bei den Herren, wir haben auch viele dabei, die was lange reden möchten, die habe ich kurz geredet. Und das war schön. Auch die alle, die heute dabei sind, die ganzen Kaufverstände, die jedem kann der Geschichte erzählen. Das habe ich schon. Nein, es war wirklich schön, wenn ich denke an den Reichen Hart, die halten Hagelmann und auf Nacht in der Bar drin. Ja. Ich war der Erste, der sagen wir es. Einmal bin ich sogar mit einer anderen Tracht unterwegs gewesen. Ich habe einen Wally seinen Führer aufgehabt und seinen Kleiner da gehabt, aber das war komisch. Nein, ich muss euch ehrlich sagen, heute bin ich überrascht, ich habe nichts gewusst, gar nichts. Jetzt weiß ich auch warum, dass der Dings einmal bei uns war mit seinem Elektroauto, hat er irgendwas gesucht, den in einem schönen anderen Steinbauhaken aus. Der hat den Bergsteiger da geholt und hat meinen Hut geholt, was weiß ich. Jetzt weiß ich, warum das der Benz da war. Und ich bin heute da reingegangen und ich habe zuerst gemeint, das ist eine Hochzeit vielleicht. Aber ihr habt mich alle überrascht. Ich möchte natürlich Dankeschön sagen bei der Jugendgruppe da, die was jachnerisch aufgeladen haben. Bei der Gaugruppen, die was ich habe gesagt habe, wir brauchen eine gescheite Gaugruppen. Und haben wir wieder eine, oder haben wir eine gehabt. Dankeschön für das darauf. Und bei der Musi, ich habe sie am Sonntag auch schon gehört. Ich kenne es am 29. Mai wieder alle Herren. Da war während die Aufzeichnung. Wir alle vergesst Gott sagen. Vergesst Gott, dass du mich unterstützt hast, dass du es so lange gemacht hast wie wir. Und dass du mich ausgehalten hast. Ich war ein harter Hund, besonders bei der Trachtenschau. Da habe ich mich nie überreden können, da habe ich mich aufgeschaut. Oder was, ich bin bei der Tracht geblieben. Und ich hoffe, dass das weiterhin so ist. Jetzt möchte ich einfach nichts mehr sagen. Vergesst Gott. Geredet. Aber du weißt ja selber, wie es ist, als Ehrenvorstand bist du nicht ganz entlassen. Das heißt, wenn es nicht tun, dann werden wir dich schon holen von da oben. Und den einen oder anderen Einsatz werden wir mit Sicherheit miteinander bauen. Und da rechne ich dich schon, dass du bei uns irgendwie wieder vorbeischaffst hast.